Als wir versehentlich in eine Art Krater im Boden flogen, bemerkten meine Crew und ich Flugzeuge, die wir noch nie gesehen hatten. Menschenähnliche Kreaturen begegneten uns, aber sie schienen viel weiter entwickelt zu sein als Menschen. Der Präsident wurde informiert. Ich bin jetzt inhaftiert und stehe unter strenger Kontrolle durch die nationalen Sicherheitsbestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika. Mir wurde befohlen, zu schweigen. Einträge aus Admiral Richard Byrds persönlichem Tagebuch sickerten in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wie durch ein Wunder durch. Eine detaillierte Beschreibung der Zivilisation, die buchstäblich unter unseren Füßen lebt, schockierte die Gesellschaft wirklich, denn die Aufzeichnungen gehörten nicht irgendeinem Verrückten, sondern einem angesehenen amerikanischen Militärpiloten mit zahlreichen staatlichen Auszeichnungen. Es stellen sich viele Fragen. Wie könnte eine ganze Zivilisation in den Untergrund passen? Kann man den Worten von Richard Byrd trauen? Und am wichtigsten, wer lebt unter uns? Richard Byrds Behauptungen, er habe mysteriöse Menschen im Untergrund getroffen, könnte man als völligen Unsinn bezeichnen, wenn es keine Beispiele für solche Siedlungen in der Geschichte gäbe. 63. Ein Einwohner von Kappadokien beschloss, seinen Keller aufzuräumen. Der Mann zerstörte eine der Wände mit einem Vorschlaghammer und erstarrte vor Angst. Direkt vor ihm befand sich der Eingang zu einem Tunnel. Und als die Forscher beschlossen, ihn zu erkunden, fanden sie heraus, dass der Tunnel zu einer geheimnisvollen, unterirdischen Stadt gehörte. So wurde die Siedlung von Dirinkuyu entdeckt. Ihr Tunnelsystem verbindet 18 Stockwerke und erreicht eine Tiefe von 85 Metern. Es wird angenommen, dass etwa 20.000 Menschen in dieser mehrstöckigen unterirdischen Stadt gelebt haben könnten. Archäologen glauben, dass der älteste Teil des Komplexes vor 2000 vor Christus von den Hethitern, dem Volk, das zu dieser Zeit hier lebte, ausgegraben wurde. Andere behaupten, dass Dirinkuyu von einheimischen Christen im ersten Jahrhundert nach Christus gebaut wurde. Ein solch komplexes Bauwerk ist zweifelsohne das Werk echter Meister. Einige unterirdische Orte der Stadt sind nicht nur umgebaute Höhlen, sondern auch in den weichen Sandstein gehauene Räume. Außerdem gibt es in Dirinkuyu Räume, für deren Herstellung ein Material verarbeitet werden musste, das in seiner Härte Granit ähnelt. Bis heute können Wissenschaftler nicht verstehen, wie die Menschen von damals so viele Tunnel ohne den Einsatz von Technik bohren konnten. Es gibt auch ein ausgeklügeltes Belüftungssystem, unterirdische Brunnen und alles, was den Menschen erlaubt, lange Zeit unter der Erde zu leben. Zu den Räumlichkeiten der unterirdischen Stadt gehören Scheunen, Weinkeller und Heiligtümer. Wir können sagen, dass das Leben hier noch angenehmer war als an der Oberfläche. Und das alles, weil Kappadokien ziemlich extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Die Winter sind ziemlich kalt, während die Sommer unerträglich heiß sind. Unter der Erde jedoch ist die Umgebungstemperatur konstant und moderat. Wahrscheinlich wurde die unterirdische Stadt gegründet, um sich vor den Armeen der Eroberer zu verstecken. Archäologen haben riesige, runde Steine in den Tunneln der Stadt gefunden. Es wird vermutet, dass die Einheimischen sie benutzt haben, um den Eingang zur unterirdischen Stadt zu verbarrikadieren, wenn sich Angreifer der Dirinkuyu näherten. Außerdem ist das Tunnelsystem hier so kompliziert, dass nur Einheimische es durchschauen können. Und wenn doch Feinde in den Bunker gelangten, verirrten sie sich, bis sie verdursteten und verhungerten. Selbst moderne Wissenschaftler konnten nur 10% der unterirdischen Stadt Dirinkuyu bis heute erforschen. Aber noch interessanter ist das Studium der Kerker der ägyptischen Pyramiden. Dort ist die Situation noch viel schlimmer, obwohl sie schon in den 70er Jahren begannen, den riesigen unterirdischen Komplex zu kartieren. 1994 bestätigten die ägyptischen Behörden die Existenz von unterirdischen Bunkern unter der Sphinx. Aber der antike griechische Reisehistoriker Herodot schrieb bereits über eine solche Struktur im 5. Jahrhundert vor Christus. Herodot behauptet, dass die ägyptischen Priester ihm sogar erlaubten, einen kleinen Teil des unterirdischen Labyrinths von Ägypten zu sehen. Erbaut wurde es während der Herrschaft von Pharao Amenemhat III. Im 19. Jahrhundert vor Christus. Das Labyrinth umfasste 1.500 Räume,
und die gleiche Anzahl an unterirdischen Kammern. Gerüchten zufolge werden in dem Verlies neben Gräbern für Pharaonen und Krokodile, die als heilige Tiere gelten, auch unzählige Schriftrollen mit geheimem Wissen aufbewahrt, die nicht in die Hände gewöhnlicher Menschen fallen dürfen. Deshalb führen die Tunnel, die von der Sphinx zum unterirdischen Teil der großen Pyramide gehen, auch in verschlungene Spitzen. Man sagt, dass derjenige, der ohne einen speziellen Führer in den Kerkern geht und durch das Labyrinth irrt, sich unweigerlich immer wieder am Eingang wiederfinden wird. Es stellt sich heraus, dass die Menschen im Altertum tatsächlich ganze Städte unterirdisch bauen konnten. Allerdings sprach Richard Byrd nicht nur von einer Siedlung, sondern von einer ganzen unterirdischen Zivilisation. Aber wie konnte sie vollständig unterirdisch untergebracht werden? Es gibt eine sehr logische Antwort auf diese Frage. Seit der Antike haben die Menschen geglaubt, dass es unter der Oberfläche unseres Planeten eine andere Welt gibt. Doch nach einer Weile begannen Wissenschaftler darüber nachzudenken. 1692 wandte sich Edmund Halley, ein englischer Astronom, Geophysiker, Mathematiker und Meteorologe, diesem Thema zu. Halley stellte die Idee auf, dass unsere Erde aus einer hohlen Schale von über 800 Kilometern Dicke besteht, zwei innere Schalen und einem Kern. Diese Schalen sind durch die Atmosphäre getrennt und haben jeweils ihre eigenen magnetischen Pole. Und tatsächlich, wenn du darüber nachdenkst, ist das tiefste Bohrloch, das bisher gebohrt wurde, etwas mehr als 12 Kilometer und wir haben nie wirklich gesehen, was tiefer ist. Das Spannendste ist ja, dass der Wissenschaftler glaubte, dass die Erde im Inneren bewohnt war. Obwohl Halleys Urteile von der wissenschaftlichen Gemeinschaft belächelt wurden, versuchten einige Forscher in den folgenden Jahrhunderten, diese Hypothese zu beweisen. Im Jahr 1818 hat in seinem Brief an den Kongress der Ingenieur John Cleve Symmes geschrieben, dass die Erde hohl und im Inneren bewohnt ist. Er glaubte, dass unser Planet wie eine vereinfachte Version des Halleyschen Schichtenmodells ist. Gleichzeitig öffnen riesige Öffnungen am Nord- und Südpol angeblich den Zugang zu der verborgenen Welt im Inneren. Außerdem schien es ihm, dass ein solches Modell nicht nur auf die Erde, sondern auf alle Planeten anwendbar ist. Und um das zu beweisen, bat er den Kongress um Geld für die Expedition und 100 Begleitpersonen. Natürlich gaben die Behörden keinen einzigen Cent für die Forschung. Diese Hypothese geriet praktisch in Vergessenheit. Bis 1908, als der amerikanische Schriftsteller Willis George Emerson ein Buch mit dem Titel »Der rauchige Gott« veröffentlichte. Der Autor behauptet, dass seine Geschichte auf einer echten Biografie des Norwegers Olaf Jansen zurückgeht. Der Seemann erzählte, dass sein Schiff eines Tages versehentlich in eine ungewöhnliche Höhle in den Gewässern nahe des Nordpols fuhr. Wie sich herausstellte, führte sie in das Innere der Erde. Danach verbrachte der Seemann angeblich mehrere Jahre mit den Kreaturen, die in der unterirdischen Stadt lebten. Olaf beschrieb sie als menschenähnliche Individuen über 3 Meter groß. Dem Seemann zufolge hatte diese Unterwelt sogar eine eigene Sonne. Aber Olafs Geschichten sind ein zu schwaches Argument, um die Hypothese der hohlen Erde zu stützen. Schließlich sind Seeleute für ihre Vorliebe bekannt, fantastische Geschichten zu erfinden, den Seemannsgarn. Theorien über eine hohle Erde und Menschen darin klingen wirklich verrückt. Aber wie Legenden können sie durchaus ein Stück Wahrheit enthalten. Was wäre, wenn all diese Beweise tatsächlich die Aufzeichnungen des Piloten Richard Byrd bestätigen? Außerdem wurden in unseren Tagen und mit Hilfe moderner Technik unwiderlegbare Beweise für seine Worte gefunden. Am 23. November 1968 nahm das amerikanische Raumschiff ESA 7 mehrere Bilder vom Nordpol in völliger Abwesenheit von Wolken auf. Und ein riesiges schwarzes Loch ist darin deutlich zu sehen. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist der Fund noch nicht untersucht worden? Außerdem sind derzeit alle Flüge über den Nordpol, auch die von Forschungssatelliten, verboten. Die offizielle Version besagt, dass es sich bei diesen Vorboten um Vorsichtsmaßnahmen handelt, weil die Schwerkraft an den Polen schwach ist und die Flugzeuge daher nicht in der Luft gehalten werden können. Aber wahrscheinlich verbergen sie nur etwas vor der Öffentlichkeit. Erinnere dich daran, wie aggressiv der Kongress auf Byrds Versuche reagierte, über seinen verhängnisvollen Flug zu sprechen. Was war also so Ungewöhnliches an dem, was er am Nordpol gesehen hat? Die Tagebucheinträge von Admiral Richard Byrd vom 19. Februar 1947 scheinen zunächst normal zu sein. Dort schreibt der Pilot, dass er früh aufgewacht sei
und Vorbereitungen auf den nächsten Forschungsflug über den Nordpol ab 6 Uhr morgens traf. Richard war kein gewöhnlicher Mensch. Er gehörte zu einer adligen Familie aus Virginia. Seine Wurzeln reichten tief ins 17. Jahrhundert hinein. Und es wird gemunkelt, dass Mitglieder dieser Blutlinie immer noch eine wichtige Rolle in der US-Regierung spielen. Außerdem war er nicht nur eines der Expeditionsmitglieder, sondern der erste Mensch, der den Nord- und Südpol auf dem Luftweg erreichte. Der berühmte Admiral hatte auch entsprechende Freunde. Edsel und Henry Ford bewunderten die polaren Heldentaten ihres Freundes so sehr, dass sie sogar Byrds Expeditionen finanzierten, die er zusammen mit der US Navy unternahm. Die Organisation des Fluges zum Nordpol war auf einem hohen Niveau und alles schien reibungslos zu verlaufen. Doch an diesem schicksalhaften Tag bemerkte Byrd irgendwann nach dem Start ein kleines Ölleck im Motor. Der Pilot versuchte wahrscheinlich, mit den Kontrollen zurechtzukommen und nicht abzustürzen, aber statt abzustürzen, flog das Flugzeug in eine Art Höhle. Als der Pilot und sein Team von dort abhoben, sahen sie eine Bergkette, die sie bei ihren früheren Expeditionen am Nordpol nicht bemerkt hatten. Und noch mehr. Die Forscher hatten nicht erwartet, hinter den Bergen grüne Täler und Wälder statt Schnee und Eis zu sehen. An einem Punkt bemerkte Byrd, dass er die Sonne nicht sah, aber gleichzeitig war alles um ihn herum von einem ungewöhnlichen Licht erhellt. Weiter im Tagebuch steht, dass der Funk und die Navigationsinstrumente ausgefallen waren und das Flugzeug von selbst zu kreisen schien. Als es von selbst landete, sah das Team seltsame Pflanzen und ungewöhnliche Tiere. Und einige von ihnen sahen aus wie Mammuts. Byrd schreibt in seinem Tagebuch, dass sich ihnen danach seltsame Fluggeräte näherten. Und aus ihnen stiegen menschenähnliche Kreaturen. Sie waren groß und hatten helle Haut, die leicht blau-grün schimmerte, genau wie die Gewässer in der Umgebung. Diese ungewöhnlichen Menschen hatten weißes Haar und weiße Kleidung. Wenn sie sprachen, verstand sie Byrd irgendwie. Sie erklärten dem Piloten, dass er sich jetzt im Untergrund befand und luden ihn ein, mit ihnen zu gehen, um zu sehen, wie die unterirdische Zivilisation von Agartha lebte. Die Menschen dort bewegten sich auf Plattformen ohne Räder und lebten in Häusern aus Kristallen, sodass ihre Stadt in allen Regenbogenfarben leuchtete. In seinem Tagebuch schrieb er immer wieder, dass er keine Worte finden konnte, um zu beschreiben, was er sah. Aber eines war ihm sicher, er traf auf eine Zivilisation, die die unsere auf dem Gebiet der Wissenschaft, Kultur und Technologie übertraf. Der Admiral wurde zum Vertreter der örtlichen Behörden eingeladen, den er Meister nannte in seinem Tagebuch. Er erzählte dem Piloten, dass die Agatari in der Vergangenheit den Kontakt mit den Menschen mieden und sich nicht in ihre Kriege einmischen wollten. Aber Vertreter des Untergrunds waren sehr besorgt darüber, dass die Menschen gelernt hatten, die Kraft der Atomenergie zu nutzen, die nicht für die Menschen bestimmt war. Deshalb beschlossen die Agatianer nach den Ereignissen in Hiroshima und Nagasaki, ihre Flugzeuge an die Oberfläche zu schicken, um die Menschen zu studieren. Außerdem, nach 1945 versuchten sie, mit den Menschen zu kommunizieren, wurden aber feindselig behandelt. Jetzt musste Byrd den Vertretern seiner irdischen Zivilisation die Warnung der Agartanier überbringen, denn nach Ansicht der unterirdischen Wesen haben sie fast den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Als die Agatari Byrd und seinem Team bei der Rückkehr an die Oberfläche halfen, dokumentierte er sofort alles, was er sah und hörte, in seinem Tagebuch und verkündete die Botschaft dann bei einem Treffen im Pentagon. Aber dem Piloten und seiner Crew war es strengstens untersagt, diese Informationen weiterzugeben, und Byrd als professioneller Militär befolgte den Befehl. Seitdem wurde er ständig von seinem Geheimnis gequält, das er der Menschheit nicht offenbaren konnte. Wenn das Tagebuch nicht nach dem Tod des Piloten veröffentlicht worden wäre, hätten wir nie von diesem Vorfall erfahren. Aber selbst jetzt, wo Byrds Aufzeichnungen von jedem gelesen werden können, bin ich bereit zu wetten, dass die meisten von euch zum ersten Mal von Agartha gehört haben. Und da ihr gerade erst davon erfahren habt, zögert ihr immer noch an diese Geschichte zu glauben, so wie ich im Grunde auch. Manche glauben, dass er diese Zivilisation nicht nur erfunden hat, um möglichst viele Investoren zu interessieren, sondern er soll sogar seine Nordpolflüge gefälscht haben. Warum hat er sonst nicht ein einziges Foto gemacht, obwohl die meisten Quellen schreiben, dass die Flüge tatsächlich durchgeführt wurden? Und bei einem der Flüge kam es zu einem Unfall, bei dem der Pilot durch Kohlenmonoxid vergiftet wurde und sogar anfing, ein bisschen verrückt zu werden.
Aber was, wenn es für die US-Behörden einfach von Vorteil war, Byrd in ein schlechtes Licht zu rücken? Es gibt nur eine Möglichkeit, die Worte von Byrd und seinen Anhängern zu bestätigen oder zu widerlegen, den Eingang der Agartha zu finden. Bilder des Lochs, Halleys Hypothesen sowie die Geschichten eines Seemanns und eines Militärpiloten sagen eines aus. Die Stadt könnte sich am Nordpol befinden. Die Existenz von Agartha erklärt all die seltsamen Dinge, die hier passieren. Zum Beispiel stellen Forscher fest, dass die Temperatur aus irgendeinem Grund steigt, wenn sie sich dem Pol nähern. Dieses Phänomen wird als die arktische Verstärkung bezeichnet. Und einer der ersten, der darüber sprach, war der amerikanische Meteorologe William Sellers, 1969. Und in der nördlichen Polarregion des Ozeans fanden sie Pflanzensamen, die anscheinend nicht an einem so kalten Ort sein sollten. Außerdem stellte sich heraus, dass die Eisberge rund um den Nordpol aus gefrorenem Süßwasser und nicht aus Meerwasser bestehen. Außerdem fanden die Wissenschaftler auf diesen Eisblöcken rote Pollen unbekannter Herkunft. Eine weitere verdächtige Tatsache ist, dass einige Vogelarten vor dem Winter in den Norden ziehen. Warum fliehen sie vor der Kälte an einen noch kälteren Ort? Normalerweise erklären Ornithologen, dass die Vögel der Nahrungskonkurrenz mit anderen Vogelarten, die in wärmeren Regionen bleiben, entgehen wollen. Das klingt ein wenig zweifelhaft. Und das ist nicht der letzte mögliche Hinweis darauf, dass es irgendwo im Norden einen Zugang zu warmen Gebieten mit üppiger Vegetation geben könnte. Zum Beispiel kann man an der Küste des frostigen Grönlands das sogenannte Treibholz beobachten. Das sind Bäume, die an die Insel angeschwemmt werden. Die Länge einiger Bäume erreicht bis zu 5 Meter. Aber woher kommen sie? Genau dieselbe Frage stellen sich Archäologen, die im Eis an der Nordküste von Sibirien nicht nur ein Mammut, das für diese Umgebung natürlich ist, sondern auch einen Elefanten, Nashörner, Nilpferde und Löwen gefunden haben. Diese Tiere können nur in warmen Regionen leben. Und das Interessanteste ist, dass sie im Magen der gefrorenen Mammuts tropische Pflanzen gefunden haben, die in zirkumpolaren Regionen nicht wachsen. Es stellt sich heraus, dass Agartha mit seinem Reichtum an Tieren und Pflanzen irgendwo in der Nähe sein könnte. Außerdem könnte diese Stadt mehr als einen oder sogar 2 Eingänge haben. Das wurde dank der Analyse vieler Legenden über eine solche Unterwelt deutlich, die sich überraschenderweise sehr ähneln, obwohl sie in verschiedenen Ländern zu finden sind. Im Buddhismus gibt es zum Beispiel Geschichten über eine Rasse von Übermenschen, die in der Unterwelt leben und eine Hauptstadt haben, die Shambhala. Dieser Ort ist nur für Menschen, die reinen Herzens sind und Erleuchtung erlangt haben. Der Eingang zu Shambhala befindet sich angeblich in den Bergen des Himalayas. Aber gleichzeitig ist sie gut versteckt. Man glaubt, dass man nur mit Hilfe von meditativer Praxis und dem Wunsch nach Einsicht dorthin gelangen kann. Die Tibeter bezeichnen Shambhala sogar als die Hauptstadt eben dieses Agartha. Es heißt, dass die dort lebenden Menschen über wissenschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, die dem Wissen der Menschen weit überlegen sind. Das ist doch genau das, was Admiral Byrd gesagt hat. Nach einigen esoterischen Überlieferungen hat Agartha mindestens 7 Eingänge. 3 davon sind in Brasilien. Der erste ist in den Iguazu-Fällen, der zweite im Bundesstaat Mato Grosso und der dritte in der Stadt Manaus. Und in Ecuador gibt es eine Höhle, die laut lokalen Legenden zu einem Verlies führt, das von superintelligenten Kreaturen bewohnt wird. Sie befindet sich in der Stadt Cueva de los Tayos. Und in dieser 200 Millionen Jahre alten Höhle wurden mehrere Metallplatten mit Gravuren gefunden. Nachdem der ungarisch-argentinische Wissenschaftler diese Zeichnungen entziffert hatte, sagte Juan Moritz der lokalen Presse, dass er zwar als verrückt bezeichnet wird, aber er ist sich sicher, dass es im Untergrund höhere Wesen gibt. In der indischen Stadt Varanasi gibt es auch so etwas wie ein Portal zur Unterwelt. Dies ist der Sheshna-Brunnen, den die Einheimischen für den Eingang zu einer der geheimnisvollen Städte der Welt von Agartha halten, nämlich Patala. Die Legenden besagen, dass es die Heimat von Nagas ist. Erstaunliche, intelligente Kreaturen, die die Form eines Menschen oder eines Reptils annehmen können. Sie zeigen sich den Menschen nur selten und sind mit dem Bau von unterirdischen Städten auf der ganzen Welt beschäftigt. So werden die Agatharier vielleicht in Indien gesehen. Auf jeden Fall ist es praktisch unmöglich, das zu überprüfen. Wenn man in den Brunnen hinabsteigt und in sein Wasser eintaucht, sieht man der Legende nach eine massive Steintür mit Flachreliefs von Kobras,
die nicht geöffnet werden kann. Egal wie Vertreter verschiedener Länder und Religionen die Unterwelt und ihre Bewohner nennen, eines ist doch klar: All diese Geschichten können nicht einfach so entstanden sein. Und wenn die Bewohner des Erdinneren so intelligent sind, könnten sie den Eingang zu ihrer Welt mit Hilfe einzigartiger Technologien verschleiern. Aber was ist, wenn nicht wir auf der Suche sind, sondern jemand nach uns sucht? Der amerikanische Mathematiker Morton Gardner behauptet, dass sich unser Universum im Inneren einer anderen großen Hohlwelt befindet. In diesem Moment sehen sich seine Lebewesen ein Video an, in dem es darum geht, wie man den Eingang zur Unterwelt mit seltsamen Kreaturen findet, die Menschen genannt werden und wahnsinnig schön und unglaublich klug sind. Und in den Kommentaren unter diesem Video schreiben sie: Hört auf, Videos über Verschwörungstheorien zu machen, das ist keine Wissenschaft. Und der Autor des Videos ist ein Idiot.